Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, ich bin jetzt gerade mit meiner Dokkalfa hier an die Twilly-Küste gegangen und dachte mir, hier war ja auch noch irgendwie was zu tun. Und deswegen suchen wir den jetzt mal und holen uns neue kleine Nebenquests. Ihr seht aus, als hättet ihr schon einiges erlebt. Es gibt eine Belohnung für ein paar verdammte Deserteure. Was immer her mit den Nebenquests. Erzählt mir von dem Kopfgeld. 5 komplette Trupps aus taufrischen Rekruten hatten die Frechheit, sich von unserem Gold voll ausrüsten zu lassen, bevor sie dann die Beine in die Hand genommen haben. Auf diese Feiglinge, die Waffen und die Rüstungen, können wir verzichten. Aber ich fürchte, wir haben außerdem jedem Trupp eine Flasche Sumpfstiller mitgegeben. Und die brauchen wir zurück. Okay, Sumpfstiller? Ein Heilmittel für eine Krankheit, die einige befällt, sobald sie Chlorikon betreten. Es ist teuflisch schwer herzustellen. Wir können es uns nicht leisten, dass sich irgendwelche törichten Deserteure damit aus dem Staub machen. Okay, ich besorge sie euch. Nicht interessiert. Ja, ich dachte mir schon, dass ihr die Richtige dafür seid. Diese Narren sind die Küste entlang geflohen. Ich könnte mir vorstellen, sie verstecken sich, wo auch immer sie können. Okay, wo sind die Deserteure? Sie sind vermutlich die Tywilly-Küste runtergerannt und verstecken sich jetzt, wo auch immer sie können. Okay. Wart ihr nicht dort? Ihr spürt, wie etwas in euch zu verfaulen beginnt, sobald ihr den Fuß an Land setzt. Das war zumindest bei mir so. Sorry, wollte mal kurz einen Cut machen, um zu gucken, ob gerade alles aufnimmt und so. Den habe ich doch jetzt. Habe ich den ausgewählt, den Quest? Oder? Nee, der ist jetzt nicht hier. Jetzt aber. So, jetzt können wir da auch die Leute anfangen zu suchen. Nein. Wie geht die Jagd voran? Ich fange ja gerade erst an, mein Lieber. So, dann wollen wir mal los. Die sind auch immer süß hier, ne? Diese Krabben. Ja, ich mag ja diese kleinen putzigen Tierchens immer in solchen Spielen. So. Oh, Feinde. Wo? Weg mit denen, den Bogen brauche ich nicht. Der ist bestimmt nicht besser als das, was ich habe. Würde mich sehr wundern. Große Präzision. Inventar ist voll. Na, das ist ja schön. Aber wenn wir schon mal dabei sind, mal wieder ein bisschen rumzukämpfen, dann können wir ja auch mal ein paar Sachen nehmen, würde ich sagen. Was macht denn das hier? Blutung, ja. Ach ja, komm weg damit. Was soll das immer darauf zu warten, ne? Dass wir irgendwann mal den ganzen Kram verbrauchen. So, dann können wir auch das hier mitnehmen wieder und gut ist. So. Wo wollte ich jetzt hier hin? Ich soll die ja finden. Hier. Sumpfstiller. So, das war der eine. Von 5. Gehen wir nochmal auf die Seite rüber. Oder gleich nach oben. Weil da ist ja auch einer. Aber wenn wir schon mal hier sind. Aber dann laufe ich ja wieder zurück. Ist ja auch blöd. Nee, dann will ich doch erstmal da unten hin. Ich glaube, das war auch nicht ganz so weit weg. Und hier sind ein bisschen mehr auf dem Haufen. Och, Leute. Ich seh zwar nichts, aber ihr macht das schon. Oh, jetzt habe ich das umgebracht, das Vieh. Das wollte ich doch gar nicht, gegerbte Haut. Oh, ich hab's umgebracht. Tut mir leid. Ja, ich wollte euch gar nicht angreifen. Was kann ich dafür, wenn die hier immer alle auf mich zukommen? Manu. Voll gemein. So was? Schlachters Handschuhe. Da will ich doch eigentlich schon wissen, was das ist. Können wir wieder was nehmen? Wie sieht's aus mit... uns geht's leider zu gut. Als dass ich was nehmen müsste. Habe ich nicht so ein Reparaturkit noch? So, um ein bisschen was zu verbrauchen mal? Ja, genau. Nö, genau. So, dann ist das schon mal weg. Geht das jetzt? Jawohl. So, Rüstung.
Aber ich habe immer noch meinen Kram nicht entsorgt, ne? Beim nächsten Zuhause, bei der nächsten Kiste muss ich den Kram mal wegpacken. Schlachters Handschuhe. Was tragen wir im Moment? 24? 5 Schaden? Na, da sind die ja eigentlich besser, die noch nicht... Nee. Ich meine, da ist wenigstens noch ein bisschen Leben und Erfahrung und bla bla dabei. Und hier ist gar nichts eigentlich. Ist halt nur ein besserer Schutz. Nee. Okay. Sonst wären sie eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Ich wollte da lang weiter. Man hört immer noch die Musik, als wäre das voll um die Ecke. Dabei sind die doch voll weit weg mittlerweile. So, kannst du hier runterspringen? Warum sehen die mich immer alle? Die Schweinebacken. Lauf mal schnell hin. Da. Ha. Ja. Das war's. Hast du dir so gedacht, ne? Oh ja. Hallo. Hallo. Mann. So, das nehmen wir natürlich alles und geht natürlich nicht. Das ist schön. Inventar, Gegenstände. Ja, und auch unser Gold müsste mal echt... Das bringt's ja auch irgendwie nicht. So, große bla 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 und davon ein und gut ist. Sind das alles so weit weg hier mit diesem Sumpfkrams? Gespeichert. Soll das jetzt sein? Da unten? Was? Ja, es ist gut, Leute. Ja, ihr könnt mich nicht angreifen. Haha. Ja. Mal drauf. Noch jemand? Schadensverstärkung ist auch schön, geht natürlich nicht. Da, Sumpfstiller. Was ist denn hier das für ein Sarg? Ja, dann mache ich mal eine Runde. Was ist das hier? Nee. Obwohl so ein Seidenhandwickel... Oh Mann, das nervt immer mit dem Inventar. Es war schon immer so, aber... Ja, was mache ich denn jetzt? Erhöht das Talent Gemmschleifen. Ja, schön. Ja, dann nimm das jetzt. So. So. Dann haben wir das ja auch gleich erledigt. Mensch, dann haben wir ja Rat hier ziemlich gut wieder durchgeklappert mit Nebenquests. Nicht schlecht. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass eigentlich noch mehr Nebenquests kommen. So. In Rat hier, weil halt so Großstadt und so, aber ging. War übersichtlich. So, jetzt will ich mal wissen, was hier im Westen ist. Ja, wir kommen näher. Das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, hier waren wir auch echt noch nie in der Gegend so. Muss ich jetzt hier runter wieder? Weil es nervt auch immer, so wieder dann hochlaufen zu müssen. Ah, okay, das ist gut. Man muss nicht springen. Ah, ist aber schon weitläufig. Oh.
Ja. Das nehme ich alles. Es hat euch nichts gebracht, euch zu verstecken. Hier haben wir noch andere Sachen. Oh, will ich das überhaupt wissen, was hier ist? Ich kann es ja eh nicht mitnehmen. Oh, das will ich doch haben. Ich will wissen, was das ist. Cooles. Scheiße. Seidenhandwickel. Nee, die sind blöd. So, jetzt gehen wir mal in Plunder und machen unseren Kram weg. Alles zerstören. Weg damit. Ist jetzt wirklich alles weg? Weiß ich nicht. Nimm mal alles. Was geht erstmal? Gucken wir wieder erstmal, was wir Neues haben. Zauberkraft ist mal wieder hier viel zu hoch und so. Können wir gleich wieder... Ich habe gesagt, du sollst das alles zerstören, ne? So. So. Was haben wir jetzt? Handschuhe des Kühnen. Mhm. 24 haben wir gerade mit dies und das und jenem halt. Ich glaube, das Problem hatte ich ja gerade eben schon. 5% Feuchtigkeit, 10% Blutungsresistenz, Giftresistenz ist natürlich auch nicht schlecht, aber hier ist ein bisschen... Nö, ich finde die immer noch besser. Ist halt so. Ich finde die immer noch besser. So, dann gehen wir mal... ich glaube, dann fehlt nur noch einer. Dann haben wir den geschafft, den Quest. Dann gehen wir wieder schnell zurück zu dieser Küste und gucken mal, was da noch der eine wollte. Und dann würde ich mich dann doch langsam... Obwohl, wir hätten noch Ysa, wo wir rumkämpfen könnten. Ja, mit Nebenquests. Weiß ich noch gerade nicht. Weiß nicht, ob ich noch zurück nach Ysa will. Doch, ich denke, das mache ich dann auch noch. Weil da ist ein Quest, den wir angenommen hatten mit diesen... Sachen sammeln, das sind zwar so Sachen, die ich auch offline machen könnte, aber komm, viel war das jetzt auch nicht. Und dann gucken wir nochmal, was in Ysa so los ist und danach geht's dann wieder zur Ostseite rüber. Was ist mit ihm hier? Was soll ich machen? Ich muss gehen, aber ich kann nicht. Und ich kann nicht zurück nach Dolph Arne, aber ich muss... Warum ist ihr fort? Der Krieg, meine Teuerste, der Krieg. Ich wurde einberufen. Ich hätte schon vor Tagen ausrücken sollen. Nur wäre ich weitaus begieriger auf Abenteuer, wenn ich meine Familienwaffen bei mir hätte. Sie sind dort, in Dolph Arne. Okay, Familienwaffen? Ein Stab und ein Talisman, was jede Arne mit Selbstachtung seit Urzeiten im Kampf getragen hat. Hätte ich sie nicht in dem verfluchten Turm gelassen, würde ich sie jetzt tragen. Wieso könnt ihr sie nicht besorgen? Ich sollte gar nicht hier sein. Ich hätte schon vor Tagen ausrücken sollen. Das versuche ich die ganze Zeit zu sagen. Ich muss, nun ja, ich will meine Familienwaffen holen und verschwinden, bevor jemand merkt, dass ich hier war. Nur, wie? Ich gehe eure Waffen holen. Ihr meint es wirklich ernst, was? Nun, mit etwas Glück sind der alte Stab und der Talisman unversehrt, obschon ich das bezweifle. Ich würde viel dafür geben, zu wissen, ob sie noch dort sind. Allerdings ist Dolph Arne heute ein Armeestützpunkt. Um eingelassen zu werden, braucht ihr einen Offizierspass. Okay, wie komme ich an die Waffen? Nun, ihr müsst ja, Offizierspass. Dolph Arne. Ihr könntet einen stehlen, töten. Borgen. Oder eine Fälschung besorgen. Vielleicht den Warum ist die Sicht auf ihre Brüste? Ich bin der rechtmäßige Erbe von Dolph Arne. Zumindest war ich das. Ich habe die letzten Jahre im schönen alten Rat hier verbracht und so getan, als würde sich nichts ändern. Beeilt euch, wenn ihr könnt. Ja, ja, das mache ich ja noch. Jetzt lass mich mal erstmal das andere hier machen, weil alles auf einmal geht ja nun auch nicht, ne? Aber klar. Dann muss man mal einen Screenshot machen, weil es voll schön hier ist und so. Nehme ich das noch mit und die Kiste natürlich. So, alles nicht so der Burner hier, aber trotzdem. Was ist denn jetzt hier ausgewählt? Warum? Ich bin immer noch bei dem, ne? Flaschen mit Sumpfstiller, ja. Okay. Dann ist der wirklich hier oben. So weit weg? Haben die sich versteckt, die Schweine? Okay. Tada! So. Ich kann mir vorstellen, dass der andere Quest auch hier ist. Nee, der ist tatsächlich hinter mir. Na gut. Dann müssen wir so oder so zurück für beide Quests. Das ist gut. Ist auch schön, dass er mir hier gleich über den Weg gelaufen ist. Dann, Menschen, die mir begegnen und Hilfe brauchen. Dafür sind wir ja gerade hier. Deswegen machen wir das ja. Um zu gucken, wie groß ist die Welt. Was gibt es noch zu sehen? Was gibt es so zu entdecken? Woran man sonst vielleicht vorbeilaufen würde. So.
Und du willst hier Hilfe bekommen, alles klar. Was ist mit euch? Tut ihr mir was? Ich kenne euch. Ihr habt die Belagerung durchbrochen, stimmt's? Nun, dann gehört ihr zur Armee und seid dem alten Dolph Arne willkommen. Cool, ich kann jetzt reingehen. Alles klar, okay. Ihr dürft passieren. Ja, das ist ja schön. Jetzt muss ich den Kram noch holen von dem anderen und dann den Sumpf-Schnickschnack abladen noch. Stab und Talisman finden Stab und Talisman. Oh, das ist so nervig. Ich habe so ein neues Malware-Programm und so. Und das muss ich wieder aktualisieren. Und das schmeißt mich dann einfach mal eben aus der Aufnahme raus, weil das ist ja voll wichtig, mich daran zu erinnern. Und ich mache das Programm schon immer aus, ne? Sowas pisst mich immer voll an, ey. Wenn Programme so... Ja, wie nennt man das? So einfach garstig sind. Garstig, um mich und meine Aufnahmen zu unterbrechen, weil sie ja so wichtig sind. Widerspenstige, kleine, blöde Programme. Was ist hier los? Okay, tut mir nichts. Alles klar. So, ich soll ja nur die Sachen holen. Das kann ja nicht so schlimm sein. Hier sind so viele Wachen, ne? Warum sind dann hier Gegner? Also ich meine, können die nichts dagegen machen? Wozu sind die denn hier? Damit ich das wieder machen muss, oder was? So. Wie komme ich hier jetzt durch? Da. Mit einem Schuss. Jawohl. Sehr schön. Hört auf, mich vergiften zu wollen. So, und jetzt soll hier irgendwas liegen. Da ist der Stab. Und natürlich kann ich ihn nicht mitnehmen. Das ist ja toll. Was kann ich denn mal entsorgen? Was haben wir denn hier Schönes Neues eingesammelt? Trollhautstiefel. Oh, die sehen gar nicht schlecht aus. Die sind echt nicht schlecht. Die sollte ich eigentlich mal wohl... Ja, das Ding ist, dass ich immer denke, mit so viel Leben, 45 Leben, das kriege ich bisher nicht über meinen Gem-Schleifen und so hin. Also, ich habe gar keine Gem, die so cool wären. Und ich habe meinen Timer vergessen anzumachen. Und deswegen denke ich immer, ja, behalte ich eben das, was ich habe. Weil es ist jetzt auch gerade eigentlich nur 10 Schutz mehr, so. Und dafür haben die halt aber auch 5% Volltrefferschaden und 45 Leben und 45. Das ist schon sehr, sehr gut. Ah, was mache ich denn damit? Und was ist mit dem Schild hier? Oh, das ist aber ein gutes Schild. Aber das ist auch nicht schlecht. Ja, kein Wunder, dass ich mich nicht entscheiden kann. Das ist doof. Was mache ich denn jetzt mal? So, ich nehme das jetzt mal. Und das nehme ich. Und, ja. Hab jetzt wahrscheinlich trotzdem Pech, ne? Nein, ich kann ihn sogar mitnehmen. Sehr schön. Gut. Aber viel mehr kann ich dann auch nicht. Also ich weiß nicht, ob ich den Talisman mitkrieg noch. Komme ich denn da mal hin auf die Seite? Wenn ich da nicht reinlatsche, mal eben entschärft. Ja, muss ich jetzt echt so eine dämliche Runde laufen? So. Na, war ja klar. Ja, ich muss was entsorgen, aber guck mal, hier bei Waffen vielleicht. Waffen. Nee, ich brauche den Stab ja, das ist ja sein Kram. Den muss ich ja mitnehmen. Oh. D-d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 . Ja, schluck doch hier ein, schluck doch einfach noch irgendwas. Hier so eine Erfrierung, Giftschutz. Brauchen wir eh nicht. So. Genau. Ja. Herrlich ist es heute an diesem Tag. Ratten, so viel ich mag. Und Spinnen. Seit neuestem Spinnen. Ich
lege immer so wenig Fallen, ne? Ist mir mal aufgefallen. Ich lege echt nicht mehr viele Fallen. Früher habe ich mehr Fallen gelegt. So diese Frostschutzdinger. So, jetzt will ich eigentlich mal zurück. Wie komme ich jetzt zurück? Ich verlaufe mich immer so schnell. Laufe ich im Kreis. Das ist schön jetzt, ja. Lauf mal hier weg. Genau, und dann da lang. An den Ratten wieder vorbei. Wir haben ja was wir wollten und wir können jetzt einen Trank nehmen. Das ist schön. Je mehr wir schlucken, desto mehr können wir wieder sammeln. Hoffentlich sind die jetzt nicht sauer, dass ich den Kram mitgenommen habe. Ich glaube nicht, ne? Das interessiert die gar nicht. Er traut sich ja auch nur nicht hier rein, das ist ja alles. Er will ja nur seinen Krempel. So. Haben wir wieder zwei Nebenquests gelöst. Das ist schön. Jetzt müssen wir den hinten herrscht ein Sachen nur wieder zurückbringen. Das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Sollte ja nicht so schwer sein. So. So. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Steht er hier immer noch? Oder ist er jetzt... Hier. Ah, ihr seid zurück. Ihr wart also in Dolfarne? Ich hoffe, es war nicht allzu schwierig. Habt ihr meine Waffen gefunden? Der Stab war doch nicht verfault, oder? Weiß ich nicht. Hier, der Stab. Das ist er. Dieses alte Stück Holz ist unverwechselbar. Ich fühle mich schon viel mutiger, wenn ich ihn nur in der Hand halte. Und der Talisman. Habt ihr ihn an seinem Platz gefunden? Ja, klar. Hier ist er. Ah, wunderbar. Ich weiß nicht, vor wie vielen Klingen und Pfeilen er meine Familie bewahrt hat. Ich werde mich sicherer damit fühlen, so viel steht fest. Hier, das ist für eure Mühe. Danke. Was ist mit dem Krieg eigentlich? Der Name Arne hat mich bisher geschützt. Doch ein Krieg ist eine hungrige Bestie. Und es stand wohl in meinen Sternen, dass ich früher oder später einberufen werde. Okay. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, deswegen machen wir mal das und bringen auch dem seinen Krempel jetzt zurück. Hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir auch noch mit. Oh, geil, was Gelbes. Was ist denn das? Kappe des Wanderers. Geil. Da freue ich mich ja immer voll, wenn ich sowas finde. Wir haben nämlich echt wenig so Set-Sachen bisher gefunden. Das ist cool. So, das ist schön. Und ich freue mich ja immer, wenn wir mindestens zwei immer schaffen, ne? In einem Part. Die Belagerung, das ist schon ganz cool eigentlich. Da freust du dich bestimmt auch. Na, was ist das denn? Der gesamte Sumpfstiller? Ich wusste, ich kann euch trauen. Dann nehme ich das mal an mich. Und hier ist euer Gold. Yay! Ich habe 5 Jahre in Chlorikon gedient. Dann habe ich diesen Posten bekommen. Seitdem bilde ich hier neue Rekruten aus und schicke sie in den Krieg. Okay. Es hängt in Chlorikon etwas in der Luft. Es trifft nicht jeden, aber manche werden in den ersten Tagen furchtbar krank. Mit Sumpfstiller kriegt man sie durch. Also bekommt jede Mannschaft, die wir dorthin schicken, einen Krug davon mit. Finde ich gut. Okay, dann haben wir den Leuten ja hier auch geholfen. Waren hier nicht sogar noch mehr, die hier irgendwas wollten? Ich glaube, einer war hier noch. Ah, oder irre ich mich? Und ich habe es jetzt doch schon... Es ist allgemein bekannt, dass hier... Doch schon alles erledigt. Das ist ja krass. Okay, wenn das so ist, dann... Ich dachte jetzt eigentlich, dass hier noch jemand wäre, der was wollte. Hey, hey. Teuerste! Na gut, dann endet es da, wo wir auch angefangen haben. Im nächsten Part würde ich sagen, gehen wir dann nach Ysa und gucken da nochmal nach Leuten. Und dann geht's auch mit Hauptquests demnächst weiter. Bis dann!